Guten Abend, Bautzner. Guten Abend, Freunde der Völkerverständigung und Freunde des Friedens. Ich habe heute, mein Name ist Silvio Schade, ich bin Bautzner. Es gibt ja in der Umgebung, im Landkreis hier, immer diese alten Telefonzellen. Und da habe ich mal reingeguckt und ein interessantes Büchlein gefunden. Ich brauche nur 2 Minuten, um das vorzulesen. Das ist ein Schwank. Der ist 500 Jahre alt. Man zog einmal aus in einen Krieg mit großen Büchsen und mit viel Gewehren, wie es denn Sitte ist. Da stund ein Narr da und fragte, was für ein Leben das wär. Man sprach, man zöge auf die Reise. Der Narr sprach, was tut man auf der Reise? Man sprach, man verbrennt Dörfer und gewinnt Städte und verdirbt Wein und Korn und schlägt einander tot. Der Narr sprach, warum geschieht das? Man sprach, auf dass man Frieden mache. Da sprach der Narr, es wäre besser, man mache vorher Frieden, damit solcher Schaden vermieden bliebe. Darum bin ich witziger, denn eure Herren es sind. Wenn es nach mir ginge, so wollte ich vor dem Schaden Frieden machen und nicht danach, so der Schaden geschehen ist. Das ist vor 500 Jahren gewesen und ich schäme mich für meine Regierung und ich finde es eine Schande, dass wir von dieser Bande regiert werden und wie sie das Volk in Gefahr bringen. Und nicht nur unser Volk, sondern die Völker ganz Europas. Danke. Dankeschön.